So, jetzt haben wir hier auch Ton, jetzt kann ich auch hören. Ja, hallo und willkommen beim Stream. Ein bisschen Starbound, wie angekündigt und so weiter und so fort. Und gehen wir direkt ins Spiel, ne? So, ich hatte die Rüstung und alles, questtechnisch, wo waren wir denn dran? Genau, ich muss ja immer noch den Hyperraumantrieb reparieren und dafür würde ich dann gerne, ja, jetzt mich hier dran setzen, den Hyperraumantrieb zu reparieren. Jetzt muss ich aber kurz nochmal das Fenster hin und her schieben, sonst sehe ich nicht, was ich sehe. Sehr schön. Viel besser. Bisschen leiser noch den eigentlichen Ton, damit ich auch zu hören bin, denn man muss mich ja hören. So, gut, ja. Wir sollen zu einer bestimmten Position, zu Koordinaten, die wir jetzt neu bekommen haben, um dort nach diesen Hyperraumsachen zu suchen. Machen wir jetzt auch. So. Wie kann ich da hin? FTL ist offline, ja, das weiß ich. Zoom ran. Jetzt gerade nichts, was neu ist. Also die Planeten waren auch da letztes Mal schon. Ach, jetzt hier aber. Rechtsklick war die Taste, die ich brauche. Das sind die Planeten, die ich alle kenne. Das ist mein Schiff. Geht hier, jo. Ach so, wahrscheinlich Quest. Meint wie, ja, ich soll das Current, ich will da hinfliegen. Stell dir vor. Wenn ich wüsste wie. Habt ihr irgendwas bekommen, die Hand bekommen? Mit Koordinaten draufstehen? Hier ist so viel in der Tasche. Auch das Ding, show me my tech. Bouncy. Body, Energy Dash, Pulse Jump. Atemschutz. Ich kann mit einer leeren. Eieiei, so viel Energy Dash, Left Tap. Oh, ich kann mit der Karte viel freischalten. Okay, aber ich möchte eigentlich ja zu diesem Ort fliegen. Wo immer er ist. Reverse. Ich hab nichts. Das ist mein Winning-Ticket. Das ist mein Backpack, was ich trage sogar. Ja, habe ich zwei davon. Oh. Liquid Fuel habe ich geholt. Das war natürlich Blödsinn. Oil. Wie komme ich. Codex? Survival Guide. Control Yourself? Nein. The Distress Signal and Coordinates have been. Copied to Sales Mission Tab. Das heißt, wenn ich jetzt mit dem Ding rede. Ja, let's talk. Goldbarren und Titaniumbarren habe ich noch nicht. Lines of Riches Vestal. Nein, okay, Mission Tab. Ah! Mining Facility, da ist es. Ah, geht doch. Ja, wir haben Signal und so weiter. Outpost, Mond und so. EMF. Irichus Mining Facility. Das Ohr genau brauchen wir für unseren Antrieb. Deploy. Oi. Oi. Das hätte ich nicht erwartet. Gut, gut. Ich krieg keine Luft. Das ändert sich hoffentlich, sobald ich hier drin bin. Nein, tut es nicht. Okay. Könnten wir zurück auf mein Schiff? Ich möchte zurück auf mein Schiff. Ich möchte zurück auf mein Schiff. Ich sterbe jetzt. Hier ist kein Sauerstoff drin. Oder Rechner eingeschaltet. Da ist immer noch kein Sauerstoff hier drin.
Ich sterbe. Puh. Ja. Danke, das müssen wir jetzt nicht sehen, wie ich tot bin. Kann ich hier zufällig Diamond Pickaxe? Auch schön, aber das wollte ich auch nicht haben. Ich bräuchte irgendwas, mit dem ich atmen kann. So eine Atem-Ding. Nein. Okay. Guck mal, Laterne am Stab. Die hätte ich eigentlich ganz gerne wieder. Aber gut, Atemding. Das geht noch nicht, aber ich kann mir eine Tag machen. Ach so, die muss ich nur selecten. Dafür brauche ich noch nicht mal die Karte. Habe ich die jetzt? Genau. Ich habe jetzt Sauerstoff. Wenn ich das richtig verstanden habe. Das wäre natürlich ganz praktisch. Okay. Dim, dim, dim. Ja, sehr gut. Dann schauen wir uns hier mal um. Wieder ein Klo. Nee, das war nicht der Plan. Ja, ziemlich gruselig hier. Das ist Starbound. Also, so cool war Starbound nicht. Ich bin ein Roboter. Ich sollte mich nicht fürchten. Players. Das Lachen, die nehme ich sogar diesmal. Ah. Betten. Sehr gut, wenn sich manchmal damit aufladen muss. Seil nehmen wir auch mit. Das ist spannend. Dün, 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 dün. Ich will noch mal kurz nach oben gehen und da auch die Rechner einschalten. Vielleicht mache ich da Licht an. Tatsache. Ich muss vielleicht doch alle Schalter drücken. Um den Aufzug einzuschalten. So, alle Schalter sind gedrückt. Mehr Schalter sehe ich jetzt auch nicht. Autsch. Leicht. Nein, in diese Tür kann ich nichts tun. Dann frage ich mich, was ich tun kann, um weiterzukommen. Jetzt sitze ich schon wieder in so einer blöden Sackgasse fest. Alle Schalter sind gedrückt. Dachte ich. Offline. Ja, offline hilft mir nicht. Ah, hier oben ist auch noch irgendwas. Jetzt sollte doch mal oben gucken gehen. Hallo Zuschauer. Ich kenne nicht, was hier oben sein soll. Da befällt mich auch an keinen sinnvollen Ort. Dann gehen wir nochmal ganz oben gucken. Von außen nicht noch was machen können. Hier ist eine Antenne. Ansonsten, ich glaube nicht, dass von außen irgendwas zu tun ist. Halte ich für unwahrscheinlich. Ja, man kann auch auf dem Planeten nichts abbauen oder so. Nee. Ich muss da drin was tun können. Was will es wohl sein? Ach ja, man kann nur langsam gehen, nicht schneller. Mäh. Alle Computer eingeschaltet. Also am Mangel an Strom kann es nicht liegen. Vielleicht muss ich bestimmt die Computer ausschalten, aber es wäre ja ein ziemlich blödes Computer an Ausrätsel.
Im Räumer ist nichts, ist auch nichts. Gehe ich nur selber aufs Klo. Hm. Oh. Warte mal, jemand noch irgendwo. Aufkippen. Die müssen wir jetzt mal kurz nutzen. Hm. Was könnte es sein? Wie komme ich da durch? Ist heute mal ausgeschlafen. Irgendwas Cooles dabei. Ich habe einen Rope bekommen. Nimm das mal mit. Essen und Trinken ist Akku ausgeschaltet in dieser Version übrigens. Du bist offline. Hm. Toll. Ich habe auch meine Hacke kaputt gemacht. Das da oben ist halt auch ganz interessant. Muss irgendwas geben, was ich tun kann, um hier weiterzukommen. Ist auch zu. Der wenigstens war, dass die Tür auf ist. Ah. Lüftungsschächte. Da hätte man drauf kommen können. Was? Aber sonst geht's euch noch gut. Aua. Ihr hässlichen, komischen Bubble-Viecher. Gebt dem Onkel eine richtige Waffe. Dann zerhackt er euch. So, heal. Okay, es ist alles online und die Viecher sind da. Problemviecher. Und fliegen. Weil ich habe einen Bogen. Ich hoffe nur, dass ich die Energie nicht wirklich für meine Atmung brauche. Kommt nur her. Hm, jetzt habe ich wieder keine Energie mehr. Jetzt muss ich warten, bis ich wieder komplett voll bin. Das war... Ah. Das Geräusch ist das, was ich erwartet habe. Na komm. Wird ja wohl machbar sein, euch hier mit ein paar Pfeilen zu spicken. Komm wieder. Komm wieder. Oh, wird zurückgeschlagen. Heilen. Das drin. Ah, das kann man einschalten. Hier ist wieder ein Schalter. Hm. Fällt mir eigentlich nicht. Aber ich muss mich ja hier durchleuchten. Kann nicht buddeln. Und dadurch, dass ich nicht buddeln kann, komme ich hier nicht durch. Crafting hilft mir auch nicht. Hm. Dann muss es eine andere Lösung geben. Ach so, das ist eine Tür. Können die Türen auf und zu machen? Nein, die sind zu blöd dafür. Kann nicht gemein sein, aber... Wie ich jetzt zu blöd bin, um Türen auf und zu machen, ist schon hart. Das bleibt mir anders. Und aber auch nicht in Angriffsreichweite. Voilà. Nein! Nein! Jetzt hier ist aber gut. Onkel braucht wieder ein bisschen Heal. Die sind hart. Den hat zerlegt.
jetzt nicht zerlegt. Viele. Ja, die Waffe wäre echt gut. Jetzt zerlegt. Aber überhaupt eine bessere Waffe wäre ganz gut. Nein. Halt Abstand. Bin ich froh, dass die nicht springen können. Wäre sowas von im Arsch. Hahaha. So, kommen wir mal schnell heilen. Ich hätte mir besser einen Bogen machen sollen. Naja, im Nachhinein sind wir immer schlauer. Das ist einer von denen, die auf Range attacken. Ja, komm nur wieder. Komm nur wieder. Höre ich dich trotzdem. Oh, meine Energie ist alle. Das war auch nicht so der Bringer. Ich geb's ja zu, ich geb's ja zu. Okay. Ja, in der Kiste war. Irgendein Stimpack. Ich habe, glaube ich, viel zu wenig Edeldinger dabei. Ich muss vorsichtiger sein. Gegner, die fliehen, sind mir lieb. Ah, verdammt. Letzte Fall ist wieder alle daneben gegangen. Den hat zerlegt. Verdammt. Da sind noch zwei. Und der flieht nicht. Der wollte gerade sein Spray-Dings einsetzen. Der flieht immer noch nicht. Ah, jetzt flieht er. Nutzen wir, um voll uns aufzuladen. Gegnerische KI ist nicht besser geworden. Haha. 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 Kann ich nicht runter? 4. Mhm. Die Tumor. Narren. Bleed, Narren. Kampfroboter muss weglaufen. Ich bin euer Untergang. You do. Aha. So, noch mehr. So, ach, da ist das Zeug, was ich abbauen soll. In der Kiste hier ist nichts drin, in der Kiste ist noch ein Seil. Eine Seile habe ich jetzt da oben. Bitte noch eine Flare anzubieten. Was bist du denn? Das ist wahrscheinlich auch zu der Mine. Hier wieder der übliche Kampf. Bogen gegen... komisches laufendes Monster. Seht ihr, wie er flieht? Er ist feige. Wie ich. So, ich will ja das Zeug haben. Kann es aber nicht abbauen. Weil es mir tut. Schade, das bräuchte ich. Hier durchschießen ist nicht, ne? Das heißt, ich muss wieder das übliche Spiel von hier oben die Gegner erledigen. Nicht hüpfen können. Oder nicht wollen. So muss ich einfach nur meinen Bogen hier unten reinhalten und hoffen, dass ich irgendwas erwische. Was jetzt auch nicht unbedingt immer gegeben ist, das muss ich ganz klar dabei sein. Ah, und ich sollte vielleicht ein bisschen besser mit. Diesen, wenn ich glaube, so treffen wäre ganz gut. So, das war auch ein schöner Schuss. Der war auch ganz gut. Der war ganz gut. Mhm. Nicht zu meckern. Ja, ordentlich. Das war ein Scheißschuss.
Der war ganz gut. Den hat's zerlegt. Und die da hinten sind auch nicht mehr lange. Oh, ach, schon wieder keine Energie mehr. Aber jetzt konnten wir zumindest die Zeit nutzen. Zur Energiekrise noch ein paar Worte zu sagen. Ach, oh, Mist daneben. Komm nur her. Nein, tu es nicht! Okay, dahinter sind Wesen. Oh nein, mit Schusswaffe. Bist du gut oder böse? Ich helfe. Und jetzt töte du ihn, dann kriege ich seine Waffe. Komm, töte ihn, dann kriege ich seine Waffe. Nein? Oh, nein. Du bist zwar nicht bösartig, oder? Danke. Du bist nett zu mir. Wow. Hey, hey, Rob. Guten Morgen. Wow, eine Schusswaffe. Eine Schusswaffe. Eine Schusswaffe. Geil, geil, geil. Und noch eine Flare, die nehmen wir auch mit. Jetzt kann ich mich endlich zur Wehr setzen. Und Luna Chair Blues Print. Mhm. Es hat den Blues, das Print. Und noch mehr Zeug, wie cool. Starbound ist der Hammer mit dem neuen Ab. Wie schießt die? Oh, die schießt ganz gut. Uiuiuiui. Okay, sie ist stark genug. Rob, wie geht's dir? Robin. Boop, 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 boop. Ei, 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 ei. Ihr könnt nicht fliegen. Also schon, aber nicht hoch. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, wie geil. Okay, da ist in der Ecke nichts. Wohin seid ihr geflohen? Warum flieht ihr von mir? Bin ich euch zu gefährlich? Na, das ist schön zu hören, dass es hier bestens geht. Nee, das macht keinen Sinn, das auszumachen. Ich könnte mir die Flares noch kurz auf die 5 legen, weil ich ja auch so viele von habe. Okay, ja, da ist noch einer. Selbst da hoch schafft ihr es nicht. Dann seid ihr mir einen Tick zu buggy. Da hoch gehe ich aber jetzt mal. Genau. Der Sound, auf den ich gewartet habe, ertönt. Oh fuck. Oh fuck. Hüpfen. Habe ich die Sprungtaste ganz kurz vergessen. Momente, wo einem alles in der Taste abhanden kommt. Nein, hier ist auch noch. Komm, 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 komm. Nein. Mal hier durchkriechen? Mit C kriecht man nicht. Yay! Nichts passiert. Oh. Genau, Jungs. Verlegt sie. Ich schieße jetzt nicht mit auf euch. Entweder gewinnt ihr oder ihr verliert. Aber ich kann euch nicht helfen. Ich bin ein neutraler Beobachter. Ja. Neutraler Beobachter. Ich beobachte nur. Das schafft ihr. Ihr seid gute Jungs. Oh, vielleicht seid ihr nicht so gute Jungs. Vielleicht hätte ich euch früher helfen sollen. Aber konnte ja keiner wissen, dass ihr so schlecht seid. Oh, eine silberne Pickaxe. Die nehmen wir doch auch mit. Wir freuen uns über alles, was uns geschenkt wird, nicht wahr? So, was haben wir hier noch? Kisten. Noch eine silberne Pickaxe. Ja, langsam wird es langweilig, aber hey, ich nehme auch noch eine zweite mit.
Pixel, nix. Eine Kupferne, naja. Wenn es denn sein muss. Frag mich, wie groß dieses Level ist. Rob, hast du das schon gespielt? Also, das hier unten. Kommt mir noch nicht immer mit euren Handstrahl-Gedings da. Das finde ich nicht cool. Ja, du bist gemeint. Oh, das Geräusch ist genauso uncool. Okay, heilen. Das Geräusch ist viel cooler. Er ist nicht stark, aber sie ist bei weitem besser als mein blöder Bogen. Zwar auch wendig, aber besser als mein Bogen ist sie alle Male. Nee, er ist auch noch nicht gespielt. Ah. Dann werden wir Rätsel raten, wie weit es hier noch geht. Wow, nein. Du bleibst mir fern. Hör auf mit deinen Winkelhänden. Das erinnert mich voll an diese Aliens aus irgendeinem Film. Mit, hier, Charlie Sheen. Da pinkeln die Hände da auch aus den Fingern. Die Hände aus den Fingern pinkeln. Ja, genau, die Aliens. Wow. Aha. Keine Chance. Es ist so finster. Ich hätte vielleicht mal eine Lampe mitnehmen sollen. Ich habe keine Ahnung, was das für pinke Viecher sind, aber sie sind ziemlich skurril mit ihren kleinen Flügelchen hinten drauf. Wenigstens können sie nicht springen. Also sie sind zu blöd zu springen. Aber ich glaube, es ist irgendwie so eine Plage. Ich meine, haben die Titten? Es ist so eine Plage, die diese Mine hier eingefallen ist. Und die ich jetzt hier quasi vernichten muss. Damit ich meinen Treibstoff kriege. Ach komm, ist gut. Braucht mir jetzt nicht nachzulaufen. Dass die nicht einmal auf mich hören können. Ich meine, hallo? Ich habe euch nichts getan. Ich habe nur deine Brüder alle von der Arbeit, dem harten Schuften in der Mine befreit. Ach, jetzt bin ich auf der anderen Seite von dem Sandberg. Aha, diesmal hat's geklappt. Zu töten, bevor er mich töten konnte. Ha, ha, ha. Okay, wie krieg ich den jetzt noch erledigt? Ah, hier ist noch ein Schalter. Warum kämpft ihr eigentlich nicht, wenn... Achso, weil die Türen zu dem noch nicht offen sind. Okay. Verstanden. Fleischspray. Das sind irgendwie Fleischmonster. Würde ich vom Attackennamen her tippen, dass es Fleischmonster sind, die einen mit ihrem Fleisch bespritzen wollen. Komm her, Fleischmonster. Ups. Und instant ist die Waffe leer. Jetzt muss ich denen wirklich zugucken, sonst habe ich es ja nur, ne, nicht einmischungspackt. Aber jetzt hier. Ah, ich treffe die anderen auch nicht. Das ist gut. Dann kann ich den Leuten hier ja tatsächlich helfen. Alter Gutmensch. Perfekt. Nix. Nix. Geld. Nix. Tür. Oh nein, wie groß ist denn das Gelände bitte? Lüftungsschacht. Oh. Wird zu einer Kiste. In der zufällig eine Space-Fashion-Geschichte ist, die eigentlich keine Werte hat und eigentlich nur hübsch ist. Nee, ich war nicht Karneval feiern. Nee. Bin ich einfach kein Fan von. So gar nicht. Früher mal ja, aber mittlerweile nicht mehr. So, ich hab's kurz im Fernsehen gesehen, den Umzug in Köln. Aber sonst nicht. Und du? Warst du Karneval feiern? Boah. Wie ist mir warm. Und vor allem, wenn du warst, was hast du als Kostüm getragen? Haha. Mal sinnvolle Fragen stellen. Wieso komme ich denn hier jetzt nicht wieder hoch? Ich habe ja Seile zur Not, aber... Das ist doch mein Untergang, wenn ich jetzt hier runterspringe. 7 Seil.
Okay, ich habe komplett nicht gerafft, wie Seile funktionieren. So, ich werde jetzt hier nicht runtergehen. Komme, was wolle. Wolle, was komme. Was ist denn jetzt los? 5 Leute schon? Hallo, ihr Zuschauer. Ja, etwas ist watching you. Das Fleischmenschen-Ding und Leute aufs... Hier, diesem... Twitch. So nennt es sich. Twitch. Ja, genau. Und das sind meistens besoffene Menschen auf einem Haufen und... Früher fand ich es mal relativ witzig und ich mag auch eigentlich das Kulturelle dahinter, soweit man das als Kultur bezeichnen kann. Aber dieses Saufgelage dazu, ich weiß nicht. Nee, da habe ich lieber den Tag mit sinnvollen Dingen verbracht. Weißt du nicht mehr, was habe ich heute gemacht? Ich glaube, ich habe mir Gronkhs Livestreams angeguckt, die aufgezeichneten, weil ich ja ständig nicht mitbekomme, wenn der Herr streamt oder dann gerade keinen Bock drauf habe. Und ganz viel indiziertes Spiel gespielt, was heute ja jetzt offiziell, glaube ich, durch die Bundesprüfstelle indiziert wurde. Jetzt darf man da ja gar keine Werbung für machen, das heißt, ich erwähne es auch gar nicht mehr. Wobei man kann ja jetzt erwähnen, dass Dying Light indiziert wurde. Man darf halt nicht die Werbung dafür machen, dass man das spielt oder so, oder es zeigen, aber dass es indiziert wurde, ist ja jetzt quasi nur News und nicht... Wow, das ist aber jetzt hier. Ne? Dann da runter. Das war ein komischer Soundbug. Kisten. Nein, ich wollte hier nicht noch weiter runter. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich glaube, ich habe mich gerade dem Tod. Oh. Das macht es nicht besser, wo ich hier stehe. Okay. Konzentration. Ich bin tief in der Mine. Da oben die Kisten würde ich gerne noch reingucken. Also so ist es nicht. Dafür gibt es Seile. Haha. Nein. Danke. Ich verbrauche zu viel Seil. Ja, Sarasa muss das ja auch unternehmen. Also hat es schon viel früher runtergenommen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Hab's mir bei Hirnsturz tatsächlich das Tutorial angeguckt und dachte, ja, guck's nicht weiter, das willst du selber spielen. So. Aber statt auf Zombies schieße ich auf kleine Fleischmonster jetzt hier. In der Hoffnung, dass ich in dieser Mine was finde, was auch irgendwie... verwertbar ist. Ich meine, genug von dem leuchtenden Zeug ist ja da. Ich kann es nur nicht abbauen. Was wahrscheinlich auch Sinn der Sache ist. Heathered. Ah, eine Bandage. Die gehen mir auch so langsam aus. Ich habe überhaupt... ich habe Land Fibers mit. Damit kann man Bandagen herstellen. Verdammt. Runtergehen können sie also schon mal. Aber zu blöd zum Weglaufen. Ja, weglaufen können sie auch. Aber zu blöd, um irgendwo hochzuhüpfen. Okay. Das ist quasi die Ebene da oben, wo ich herkam. Da kommt ihr auch schon nicht hoch. Das ist echt peinlich, Leute. Aber von hier aus kommt ihr da hoch. Okay, aber da muss ich nicht hin. Mal die Lampe mal an. Einmal durchatmen. Energie ist voll. Wir heilen uns kurz nochmal. Ja, den Wolf habe ich auch schon mit geliebäugelt, aber jetzt nicht direkt am Anfang. Außerdem spielen wir viel mehr aktuell auch irgendwie die Zeit dazu, das dann zu machen. Aber ist schon cool. Ich habe mir das bei hier dem Siegesmod angeguckt. Battle Bros. Hat auch ein paar Folgen aus der Beta gehabt. Schon cool. Mag ja so Koop-Dinger. Wobei ich dann auch fast am liebsten das Monster spielen würde. Richtig
richtig assi weglaufen die ganze Zeit am Anfang, aufleveln und dann am Ende auf alle drauf stürzen. Oder auf Flaschmonster in der Ruhe schießen. Ist ja. Mein Energiehaushalt. So, jetzt schießen wir mal ein bisschen gezielter, damit wir auch treffen. Brach er und schießt daneben. Ah, schon wieder leer. Menno. Wollte hier schon irgendwie nochmal durch. Auftanken und so. Na komm. Perfekt. Und eins und zwei. Oh. Mein Stream. Mindestens noch bis 21:30, vielleicht sogar bis 22 Uhr. Ich gucke einfach mal, ob da noch Zuschauer da sind, ob dann Zuschauer da sind und so weiter, ob ich dann noch was anderes zocke, wie weit ich hier komme. Also unbekannt wie lange, aber eine halbe Stunde auf jeden Fall noch. Vielleicht versuche ich diesmal auch diesen Stream tatsächlich auf YouTube hochzupacken, was ich beim letzten Mal ja auch vorhatte und dann doch nicht geklappt haben sollte. Hallo, du fällst runter, das war mir so klar. Problem ist... Ich auch! Nein! Boah, okay. Das war mir auch fast klar. Aber jetzt kann ich dir in Ruhe abknallen. Mann, ey. Piu, piu, piu. Und diesmal habe ich auch aufgepasst, dass mein Akku nicht leer ist. Dann lädt er sich mich viel schneller auf. Aha. Dann schießen wir wieder wie blöd in die Menge. Warten wieder. Gamers Go Makers spielen. Boah, ich habe das nicht. Ich weiß nicht, ob du Links posten kannst, aber verlinke es doch einfach mal. Sagt mir auch überhaupt nichts. Was ist natürlich unheimlich schwer, das zu spielen, weil ich es nicht besitze und auch nicht kenne. Geh da weg, ich will dich erschießen. Was zu freundlich, dieses Alien. Plop. Geld, 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 Geld. So, hier unten geht es nämlich noch irgendwo lang. Ah, noch so eine Kiste. Ja, cool, Hosen und... Das ist Story. Das ignorieren wir jetzt kurz mal. Und dann gehen wir hier wieder hoch. Wenn ich es denn hinkriege. Aber kurz noch eine Bandage reinpfeifen. Ich habe zu wenig Bandagen mit, aber ich habe den Fibers mit. Darum mache ich mir jetzt ein paar Bandagen. Nein, doch. Ja. Sehr schön. Das sollte für den Anfang reichen. Das war ja cool. Das war ja gekonnt. Der ist blöd weggelaufen. Keine Ahnung, wie man links verschickt. Ich glaube, du kannst einfach reinposten. Ja, schaue ich noch. Aber lass uns jetzt erstmal hier durchkommen. Sonst wird mein Schiff niemals einen Sprung. Ich hätte mir den ganzen Quark sparen können, wenn ich eben, wie ich in das Loch gefallen bin, einfach gut zu wissen. Vielleicht ist das auch die falsche Richtung. Ich habe mich eh schon total verlaufen. Ich bin wieder am Start. Gut, das ist die falsche Richtung. Unten wird es auch nicht lang. Sind hier jetzt neu gespawnt? Natürlich. Das mag ich nicht. Das hätten sie bei indizierten Gebieten anders lösen können, dass die nicht respawnen. Denn ich habe ja gerade alles geklärt und so weiter. Licht an. Das heißt, hier werden überall wieder neue sein wahrscheinlich.
Boah, das war knapp. Das war so knapp. Meine Waffe wäre jetzt quasi leer gewesen, aber ich habe eine Millisekunde gewartet und jetzt lädt sie sich wieder auf. Das bringt alles nichts. Hier ist nicht das, was ich suche. Hätte ich hier hochgemusst, war ich quasi richtig. Der war aber schon ziemlich tot. Faszinierend. Was ist denn das für ein Raum? Ne, da war ich. Da war ich hergekommen. Schauen wir mal hier oben lang. Scheinbar war ich quasi auf dem richtigen Weg und bin einmal falsch abgebogen. Hier durch komme ich nicht. Wollen wir gar nicht drüber reden. Ist auch nichts, wo man durch kann. Und hier habe ich doch eben die Tür geöffnet. Wo dann die Wachen hinter waren und sonst war hier nichts mehr. Dachte ich. Und dann sah ich das hier. Aha. Ein riesiges Areal, was ich eben nicht erkundet habe. Gut, gut. Dann hätten wir uns viel Zeit sparen können, wenn wir das direkt erkundet hätten. Okay. Das sieht wieder nach einer Todesfalle aus. Oh nein. Das Vieh ist doch genauso rosa wie die anderen Viecher. Das wird mich töten. Okay. Ich brauche... Seil! Seil! Aha. Es kann hüpfen. Okay. Es wird mich töten, wie erwähnt. Kann ich hier was bauen? Auch nicht, oder? Auch nicht. Dann nutzen wir das Seil nochmal und schwingen uns hier hin und töten es. Ja, das ist nicht nur Ausnutzen einer Spielmechanik, sondern auch dämlich, weil ich meine Waffe recht benutze, aber... Ich hätte keine Chance gehabt. Nicht im geringsten. Und deswegen ist das legitim. So, jetzt hier. Oh, kein Kläger, da kein Richter. Jetzt stirb schon. Ist unheroig genug, also schneller sterben bitte. Oh, der ist weggebeamt. Der ist nicht gestorben, der ist weggebeamt. Sind da noch mehr von euch? Das ist noch nicht mal eine Tür. Ich will auf jeden Fall noch mehr von euch. Ne, das sind Normalos. Sollte es das gewesen sein? Hallo? Diese pinken Dinger sehen fast wie Viecher aus, ja? Genau, fast. Oh, eine Einschusswaffe. Was mache ich denn jetzt aktuell? Die macht weniger DPS. Ich nehme sie trotzdem mit, weil es ist eine Waffe. Projektilwaffe. Das nehmen wir mit und die Flare nehmen wir auch noch mit. So. Ein bisschen schlafen, dann drücken wir da den Schalter und dann geht das Gemetzel weiter. Oh, ich muss einen Schluck trinken. Irgendwas im Hals. Zunge oder so. So. Okay, die Türen sind auf. Wir checken die Kisten. Jetzt sehe ich ja aus wie ein kleiner Minenbot. Oh, oh, oh. Der fröhliche Miner. Okay. Die andere Tür ist auch offen. Ich fühle mich jetzt hier total unwohl. Boah. Da sind noch viel mehr von denen. Okay, den treffe ich so nicht. Lauf! Arg! Du bist schneller als ich. Nein, bist du nicht. Du darfst nicht schneller sein als ich. Tötet ihn! Ihr sollt ihn töten! Tötet ihn schneller! Oh. Puh. Hallo? Ich soll jetzt nicht einfach langsam schießen.
Ja, Moment, jetzt hat man Verteidigung. Kann ich hochspringen? Ich muss ihnen helfen. Bevor sie ihn töten. Oder er sie tötet. Boah. Ich bin so ein Held. Boah. Das geht voll nach hinten los. Der da oben ist total das Problem. Frage mich, wie viele davon hier unten noch sind. Allein hinter dieser Tür sind wahrscheinlich 100. Allein, dass dieses Symbol da ist, gefällt mir auch nicht. Ich bin so gut wie tot. Ich spüre das. Ich kann hier runterhüpfen. Aber auch das fühlt sich voll kacke an. Ich bin ein bisschen angespannt. Da komme ich nicht durch. Glaube ich, der Minenschacht. Ein Bett. Ein Bett. Allein, dass sie so einen Heal-Punkt hier vorgemacht haben, ist das nochmal ein schlechtes Zeichen. Oh nein. Ach kommt, Leute. Könnt mir noch nicht mit einem Boss hier kommen. Wofür bist du gut? Oh, du bist für nichts gut. Komm hier nicht raus. Und ich muss alle vier Schalter drücken. Oh, jetzt kommt das Vieh wieder. Hab alle vier Schalter gedrückt. Hallo. Keine Zeit. Alle vier Schalter sind gedrückt. Wo muss ich hin? Ja, Selbstmord. Das ist die Lösung. Verdammt. Okay, es geht andersrum. Verdammt. Da unten sind mehrere Gegner. Und ich begehe ständig Selbstmord. Ah, verdammt. Okay, ich muss ausweichen. Ich muss ausweichen, schneller ausweichen. Schneller ausweichen. Ja. Alles klar. Ich rate nicht. Ich bin immer noch da, wo ich vorher war. Gut. Das Lütgeräusch, was ihr gerade gehört habt, ist ein Runtime-Error. Ich denke, wenn ich da jetzt auf OK klicke, passiert folgendes. Das Spiel geht aus. Deswegen werde ich jetzt einfach Save und Quit drücken und dann auf OK. Ist das nicht toll? Bitte speicher noch. Ich glaube nicht, dass es noch speichert. Irgendwie habe ich ein ganz schlechtes Gefühl gerade. Ich drücke mal auf OK. Ja. Das Gefühl trügt mich nicht. Das war's. Das Spiel hat sich verabschiedet und Pause Screen nehmen wir jetzt nicht. Dann nehme ich das als Anlass für der Stream hat sich verabschiedet und ich werde mich verabschieden und so weiter und so fort. Ich habe hier ruhig nicht gegen das Vieh gewonnen. Ich brauche eindeutig bessere Ausrüstung. Und ja. Gut, das soll es gewesen sein. Robin, mach's gut. Wir sehen uns vielleicht beim nächsten Mal. Ich schaue mir jetzt noch das hier, Gamers Go Makers, kurz an. Und ja, dir noch einen schönen Abend, euch noch einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal und tschüss.